Hallo Leute, hier spricht Uwe Kröger und willkommen zu MTV Sixpack. Ganz in Weiß. Ah, herrlich, schön, oder? Ich habe mich heute so richtig aufgebrezelt für die Fête Blanche im Le Méridien. Und wir schauen jetzt gleich, was da so abgeht. Ich frage jetzt den Style-Profi Adi Weiß, ob er weiß, wie man sich beim Weißen Fest am weißesten weiß anzieht. Es ist extrem cool, dass du hier dein eigenes Fest hast. Wie fühlst du das an? Ist schon geil, oder? Nein, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht wirklich mit der Veranstaltung was zu tun. Aber du musst arbeiten, Junge. Da, ja, das steht stimmt, außer stimmt. Frage. Und ihr hättet natürlich ganz gerne ein paar Styling-Tipps. Ja. Jetzt sind, nicht für mich, so, aber es sind alle weiß, ja. Es sind heute alle weiß. Wie kann ich mich trotzdem ein bisschen abheben? Schau, also prinzipiell ist das Wichtigste, ist, wenn der Dresscode weiß ist, muss man sich dran halten. Also finde ich es total unwitzig, wenn man hergeht und sagt, ich ziehe schwarze Hosen an, nur um bewusst dagegen zu steuern. Dann noch ganz, ganz wichtig, das Thema weiße Socken. Normalerweise ein absolutes No-Go. Heute? Nein, geht auch nicht. Nein, geht nicht. Aber es gibt weiße Socken, die halt gehen, soll ich das sagen? Ihr zwei, was macht das Partymachen in Weiß so spannend? Weil es einfach was Besonderes ist, wenn alle in Weiß angezogen sind und wenn sie, das macht es einfach sommerlich und super. Weiß bedeutet ja auch sehr oft Unschuld. Du bist nicht unschuldig, oder? Ich bin nicht unschuldig, ne? Genau. Es ist ja die Premiere, Josef. Du musst überglücklich sein, weil es ist ein voller Erfolg. Es ist großartig. Eine Premiere in Wien, Uwe Kröger ist hier, viele andere Stars. Wir hätten uns diesen Ansturm, ganz offen gesprochen, nicht erwartet. Jetzt muss man ja sagen, die Fête Blanche gibt es ja seit den 70er Jahren. Was glaubt ihr, ist das Geheimnis, dass das immer noch so anzieht, dass die Leute immer noch so begeistert sind? Es ist ganz egal, ob man das im großen oder kleinen Rahmen macht, weil ich feiere zum Beispiel immer den Geburtstag meines Partners am 13. Juli als Fête Blanche. Sprich, die wenigen Leute oder die vielen Leute müssen sich alle weiß anziehen. Neben mir jetzt DJ Liz Magler. You're very famous, you're all over the world and your name is always pronounced differently. What is the correct pronunciation in Spanish for your second name? Liz Magler. 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 With an R. Magler. I like the Spanish names. Magler. You travel all over the world as a DJ. Yeah. Do you see differences when people party in other countries? In the disco is no import. The music, una the people. Was für eine Nacht. Und das, was die High Society vom Wörthersee vor mehr als 30 Jahren erfunden hat, das funktioniert auch heute noch sensationell. Respekt.